Hey ho, liebe GTA 5 Freunde, willkommen zu einem neuen GTA Online Video. Heute zeige ich euch die Neuerungen, die mit dem Independence Day DLC zum Spiel hinzugefügt wurden. Unter anderem neue Kleidung, Waffen und Apartments. Los geht's! Als erstes gibt es mal zwei neue Waffen, die im Zeichen des Unabhängigkeitstages gehalten sind. Nämlich als erstes eine Muskete, die jetzt auch ansonsten nicht weiter aufgebessert werden kann. Einzig und alleine kann man hier die Lackierung ändern. Diese ist ansonsten auch nicht wirklich stark, denn sie hat eine extremst hohe Nachladezeit. Aber dafür hat sie auch eine ordentliche Durchschlagskraft. Also ist eher so eine Waffe, die man mal zum Spaß hernimmt. Aber ich schätze, im Gegensatz zu anderen stinkt diese hier eher ab. Die zweite neue Waffe ist dann die Feuerwerkskanone, mit der ihr, wie der Name schon sagt, Feuerwerk durch die Gegend schießen könnt. Damit könnt ihr dann aber nicht nur den Himmel etwas erleuchten, sondern auch zum Beispiel gegnerische Autos ganz leicht in die Luft jagen, wie ihr hier sehen könnt. Auch diese Waffe kann im Übrigen nicht aufgebessert werden, sondern nur mit neuen Farben bestückt werden. Der Unabhängigkeitstag in Amerika ist ja dafür bekannt, dass die Amerikaner da gerne mal etwas ausgiebiger feiern, und das wirklich ikonische für diesen Tag ist eben das Feuerwerk. Deswegen ist auch ganz klar, wieso da hier eine Feuerwerkskanone ins Spiel hinzugefügt worden ist. Als nächstes gibt es dann noch ein bisschen Kleidung, die komplett in den Farben der amerikanischen Flagge gehalten ist und stark patriotistisch aussieht. Ihr könnt ja selber mal entscheiden, ob euch eins dieser Outfits zusagt. Meiner Meinung nach sehen die doch ein bisschen übertrieben clownsmäßig aus, aber so ist das halt beim Independence Day. Einen neuen Hinterwäldler-Haarschnitt gibt es dann auch, nämlich einen Fokuhila. Den habe ich mir auch mal passend zum Independence Day auch geben lassen. Da müsst ihr dann auch selber entscheiden, ob ihr das eurem Charakter antun wollt. Abschließend gibt es dann noch 7 neue Immobilien, und was mich besonders freut, diese Immobilien sind auch erstmals außerhalb von Los Santos angesiedelt. Es gibt jetzt 3 neue Häuser in Palito Bay, also der nördlichen Stadt, und eins in der Wüste, wo Trevor in der Nähe auch seinen Wohnwagen hat. Sowie eins in Grapeseed und in den Vinewood Hills. Diese sind auch nicht allzu teuer und sehen meiner Meinung nach trotzdem recht nice aus. Ich stehe einfach auf diesen Einzelhaus-Vorstadt-Look. Auch wenn ich mir bisher keine gekauft habe, weil mein Geld leider für die neuen Waffen draufgehen musste. Das war's dann mit dem Großteil der Neuerungen des Independence Day DLCs. Einige von euch werden sich aber schon fragen, was denn mit den neuen Fahrzeugen ist. Die stelle ich dann in einem separaten Video, entweder heute noch oder morgen, nochmal vor. Und ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche der Neuerungen ihr schon ausgenutzt habt und was ihr euch so gegönnt habt. Ansonsten sei noch gesagt, dass dieses Update nur bis Mitte Juli besteht und dann die meisten Inhalte wahrscheinlich wieder entfernt werden. Der Independence Day ist ja in Amerika am 4. Juli, und wann dann dieses Angebot ausläuft, das ist noch nicht genau bekannt. Rockstar hat nur gesagt, bis Mitte Juli eben. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, und es wäre noch cool, wenn wir für dieses Video 50 Likes erhalten könnten. Bis zum nächsten Video, euer Sionshow. Bye bye.